Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir haben bereits den Luba von der Firma Memotion getestet und da das Video so gut ankam, wurde uns jetzt ein weiteres Modell, nämlich der Yuka, zur Verfügung gestellt. Das ist der erste Mähroboter mit Kehrfunktion, der es also möglich macht, Laub und Rasenschnitt aufzusammeln. Der Yuka ist, wie der Luba auch, GPS gesteuert. Das heißt, er funktioniert ohne Begrenzungsdraht und nicht nach dem Chaos-Prinzip, sondern wird eben zentimetergenau über das RTK-Modul gesteuert. In diesem Video werdet ihr erfahren, wie gut das Kehrsystem funktioniert und für wen dieses Modell geeignet ist und wer vielleicht doch besser zum Luba greift. Einen Link zum Produkt findet ihr natürlich in unserer Videobeschreibung. Also wenn ihr euch so einen Roboter gönnen wollt, dann freut es uns, wenn ihr das über den Link tut, egal ob Yuka oder Luba. Wir wünschen viel Spaß. Neben dem Roboter an sich ist natürlich auch die Ladestation im Lieferumfang enthalten. Der Aufbau der Ladestation ist wirklich denkbar einfach. Die beiden Teile werden einfach ineinander gesteckt und von unten nochmal zusätzlich verschraubt. Dann sucht man sich eine ebene Fläche und fixiert die Ladestation mit den mitgelieferten Erdschrauben. Und das war's auch schon. Das RTK-Modul kann entweder direkt an der Ladestation mit der mitgelieferten Alustange montiert werden oder auch an einer Wandhalterung. Diese ist aber ein Zubehörteil. Wir in unserem Fall nutzen das bereits montierte RTK-Modul vom Luba weiter. Die Kabel werden einfach ineinander gesteckt und dann können die beiden Netzteile schon in die Steckdose. Und das war's dann auch schon mit dem Aufbau. Die Ladestation und das RTK-Modul ist somit montiert. Wenn man den Yuka mit dieser Kehrvorrichtung hat, dann muss man diese Kehrvorrichtung eben auch noch montieren. Der Roboter hat unten eine kleine Klappe, die muss man erstmal losschrauben und dann noch so ein kleines zusätzliches elektrisches Modul einbauen. Das ist aber in der Anleitung auch perfekt geschrieben, das geht schnell und einfach. Dann muss der Fangkorb noch zusammengebaut werden, das dauert aber auch nur ein paar Minuten. Dann wird diese Kehrvorrichtung nur noch mit einem Stecker mit dem Roboter verbunden. Und vorne an den Roboter kommt noch ein zusätzliches Gewicht. Das wird wahrscheinlich ein Ausgleichsgewicht, ein Gegengewicht sein, weil die Kehrvorrichtung ja auch einiges wiegt. Und dann ist der Roboter einsatzbereit. Wir hatten die Memotion App, die es jetzt zur weiteren Einrichtung braucht, ja bereits auf dem Handy installiert, weil wir ja schon den Luba benutzt haben. Wir hatten etwas Probleme, den Roboter mit dem RTK-Modul zu verbinden. Das lag daran, weil das RTK-Modul auch ein Update brauchte. Also ganz wichtig ist, falls es zu irgendwelchen Problemen am Anfang kommt, dann liegt das meistens einfach nur daran, dass die Software nicht ganz aktuell ist. Also dringend erst ein Update machen, wenn eins erforderlich ist. Und dann läuft die Einrichtung eigentlich auch problemlos. Und da das System ganz ohne Begrenzungsdraht funktioniert, fahren wir jetzt mit der App die Grundstücksgrenze einmal ab. Die beiden unterschiedlichen Modelle, also Luba und Yuka, verwenden die gleiche Positionierungstechnik, werden also über dieses RTK-Modul GPS gesteuert und haben zusätzlich noch 3D-Kameras, die zur Navigation dienen, wenn kein GPS-Signal vorhanden ist. Außerdem dient die Kamera zur Hinderniserkennung und trägt damit zur Sicherheit bei. Zum Thema Hinderniserkennung und Sicherheit, weil es gerade in diesen Bereichen in der Vergangenheit ein paar Zweifel gab, kommen wir gleich noch. Und so einfach ist es, mit dem Roboter die Grundstücksgrenze zu definieren. Und auf der gleichen Art haben wir die No-Go-Zone auch eingerichtet. Da geht man einfach auch in die App rein, drückt Hindernisse und man kann dann die Hindernisse wie einen Baum oder die Feuerstelle da vorne einfach einmal umfahren. Und schon ist das Hindernis programmiert. Wie bereits gesagt, man muss den Yuka nicht unbedingt mit dieser Kehrvorrichtung benutzen. Aber gerade diese Kehrvorrichtung ist ja das, was das Modell so interessant macht und worin sich der Yuka vom Luba unterscheidet. Und um diese Kehrfunktion zu testen, haben wir jetzt mal eine Laubsituation simuliert. Es ist ja Sommer, es liegt hier gerade wenig Laub. Deswegen haben wir jetzt mal testweise hier einfach was hingestreut und werden mal testen, wie gut die Kehrfunktion funktioniert. Auf geht's! Abbruch! Jetzt genau da, wo es spannend geworden wäre, mussten wir feststellen, dass wir diese Kehrfunktion gar nicht im manuellen Modus, also während des Bedienens mit dem Smartphone, ja, diese Funktion kann man gar nicht nutzen oder zumindest haben wir es nicht hinbekommen. Korrigiert uns gerne, wenn das doch möglich ist. Auf jeden Fall haben wir uns jetzt einfach mal einen kleinen Bereich, 5x3 Meter oder sowas, programmiert und haben da verschiedene Sachen drauf platziert, so Laub und kleinere Äste, ein paar Holzstücke, alter Rasenschnitt ist auch noch dabei. Und wir werden jetzt mal testen anhand dieser kleinen Fläche, wie gut das mit dem Kehren funktioniert.
jetzt geht's wirklich los. Wir haben außerdem noch ein kleines Hindernis in Form dieses Kuscheltiers auf der Fläche platziert. Es lag anfangs aus Versehen außerhalb der Mähfläche, deswegen habe ich es dann irgendwann einfach direkt vor den Roboter geschmissen. Und ihr werdet gleich sehen, wie der Roboter damit umgeht. Es geht jetzt auf jeden Fall direkt mit der schwierigsten Aufgabe los. Es liegen nämlich noch zwei Walnüsse auf dem Rasen, die man hier auch gerade hört, bevor es dann direkt mit diesen kleinen Holzstücken weitergeht. Hier ist dann jetzt die Grenze von der programmierten Fläche erreicht und der Robi dreht wieder um. Die beiden Walnüsse waren tatsächlich im Fangkorb, wobei wir es vorher auch schon einmal probiert hatten und da war nur eine der beiden Nüsse wirklich aufgesammelt worden. Unser Rasen ist aber auch wirklich schon sehr uneben und je nachdem, ob etwas auf einer Erhöhung liegt oder eben in der Vertiefung, ist das Kehrergebnis auch recht unterschiedlich. Je ebener eine Fläche ist, desto besser funktioniert das Ganze natürlich. Das Laub war aber überhaupt kein Problem. Auch die kleineren Ästchen im Laub sind alle aufgesammelt worden. Man kann in der App wirklich alles Mögliche einstellen, neben der Abladeposition, also die Position, an die der Roboter fahren soll, um den Fangkorb dann automatisch zu leeren, kann man auch das Raster einstellen, wie gemäht bzw. gekehrt werden soll. Wir haben jetzt eingestellt, dass der Yuka längs und quer zur Fläche fahren soll, damit er eben bessere Chancen hat, möglichst viel einzusammeln. Die Gartenverhältnisse und die Ansprüche sind aber bei jedem anders. Da muss jeder wirklich für sich selber probieren und selber herausfinden, welche Einstellung zu dem gewünschten Ergebnis führen. Wir sind von diesem Ergebnis jedenfalls positiv überrascht. Okay, der Yuka hat seine Fläche hier fertig gemäht und ist jetzt zum Schluss nochmal selbstständig an die angegebene Abladestation gefahren und hat den Korb geleert. Wir müssen aber dazu sagen, dass wir zwischendurch einmal den Korb manuell abgenommen haben, weil wir festgestellt haben, dass der den Rasenschnitt verliert. Also der Korb war schon zu voll. Wir haben natürlich auch relativ viel Material hier ausgebreitet, aber das mit dem Abladen zum Schluss hat ja dann doch noch funktioniert, auch wenn jetzt nicht mehr so viel rausgekommen ist. Jetzt schauen wir uns mal die Fläche an. Hier lag ja wirklich alles voller Laub und voller altem Rasenschnitt und das ist wirklich komplett weg. Wie gesagt, der hat zwischenzeitlich ein bisschen was verloren, weil der Korb einfach voll war. Aber guck mal, selbst diese groben Holzstücke sind zu, ich würde jetzt sagen, zu 80-90% weggefegt. Das wundert mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen. Ich habe erwartet, dass das meiste von diesen Holzstücken hier liegen bleibt. Aber ansonsten, ich meine, seht es euch an. Und wir haben das mit dem Stoff hier auch nochmal getestet, wie der Roboter reagiert bei einem Hindernis. Hat er auch sehr gut umfahren. Also mit dieser Fläche hier bin ich jetzt irgendwie sehr zufrieden. Auch den Yuka gibt es übrigens, wie den Luba auch, in unterschiedlichen Versionen. Es gibt das 1500er und das 2000er Modell. Die Modelle sind bautechnisch genau gleich, unterscheiden sich nur in der Größe der Fläche, die man programmieren kann. Beim 1500er Modell sind es eben 1500 Quadratmeter und beim 2000er Modell 2000 Quadratmeter. Auf der Momotion Webseite gibt es auch nochmal einen super Überblick. Einen Link findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Auch der Yuka hat zwei Schneidplatten und eine Schnittbreite von 32 cm. Damit ist die Schnittbreite etwas kleiner als beim Luba, aber immer noch deutlich breiter als bei anderen Herstellern. Was die Steigung angeht, muss der Yuka auch etwas zurückstecken. Der Luba schafft mit seinem Allradantrieb fast 40 Grad Steigung. Der Yuka schafft immerhin 24 Grad Steigung. Aber Vorsicht, mit der Kehrvorrichtung reduziert sich die machbare Steigung auf 10 Grad. Die optionale Kehrvorrichtung hat 22 Liter Fassungsvermögen und kehrt auf einer Breite von 34 cm. Diese Vorrichtung kann ganz einfach aufgesteckt bzw. abgenommen werden. Also es ist nicht so, dass wenn die Vorrichtung einmal montiert ist, sie nicht ohne weiteres wieder abgenommen werden kann, sondern man kann kinderleicht wechseln, je nachdem welchen Zweck der Roboter gerade erfüllen soll. Es lassen sich bis zu 100 Abladepunkte vorgeben. Das heißt, wenn der Roboter die in der App angegebene Fläche von meinetwegen 50 Quadratmeter fertig gekehrt hat, dann fährt der Roboter automatisch zur Abladestelle, entleert den Fangkorb und macht wieder da weiter, wo er aufgehört hat. Man muss den Fangkorb also nicht manuell leeren, das macht der Yuka ganz automatisch.
Bevor wir jetzt unser persönliches Fazit ziehen, machen wir nochmal einen Test, was die Hinderniserkennung angeht. Wir lassen den Roboter jetzt gleich einfach mal hier laufen. Ich werde einen Fußball vor den Roboter platzieren. Den wird er natürlich als Hindernis erkennen. Deswegen werde ich dann links und rechts noch weitere Hindernisse platzieren. Und dann schauen wir mal, wie weiträumig er diese Hindernisse umfährt. Außerdem haben wir noch einen kleinen Rasenhaufen vorbereitet. Den soll er ja wiederum nicht als Hindernis erkennen. Mal schauen, ob das funktioniert. Und jeder Hundebesitzer wird es kennen. Wir haben noch einen kleinen Kong. Den werde ich auch mal vor den Roboter platzieren. Mal schauen, ob er dieses kleine Hindernis auch als Hindernis erkennt. Der liegt nämlich ganz schön oft im Rasen rum. Hier ist ja irgendwo die Grenze, deswegen wird er jetzt wahrscheinlich erkannt haben, dass das über der Grenze ist und sucht sich halt jetzt den anderen Weg. Finde ich schon ganz interessant zu beobachten. Den Stein hat er auch erkannt. Ja. Alter, ist schon sehr krass. Präzise, ja. Working on hold. Okay, gut, dass ich jetzt schnell reagiert habe. Man kann den Roboter natürlich jederzeit über die Stopptaste drücken. Da kam voll Wasser rausgespritzt. Ja, er stand jetzt ein bisschen im Regen, aber das macht ihm nichts, denn er ist ja wasserdicht, wassergeschützt. Ja, aber war jetzt auch mal eine ganz gute Situation. Ich meine, schaut euch mal den Stein hier an. Der schaut ja kaum über den Rasen hervor. Von der Seite hat er es halt erkannt, von hier nicht mehr. Wundert es einen jetzt? Also so fortgeschritten wie die Technik auch ist, irgendwo sind ganz klar Limits. Aber ansonsten hat er das sehr, sehr gut gemacht. Ja. Wir machen jetzt einfach mal weiter. Resume working. Das kann weg. Und von der Lautstärke ist er auch echt angenehm. So, jetzt kommt der kleine Rasenhaufen hier ins Spiel. So. Ja, gut. Wir können ja den Stein nochmal hier hinlegen. Oh. Okay. Okay, hier ist einfach das Limit erreicht. Der Stein ist zu flach. Dann wird der Roboter wahrscheinlich bei dem kleinen Kong hier auch seine Probleme haben. Wir probieren es mal. Okay, den Kong hat er sogar erkannt. Vielleicht, weil er einen kleinen Tacken höher ist. Den Stein hat er nur einmal erkannt, zweimal wollte er drüber fahren. Wie gesagt, die Technik hat natürlich irgendwo seine Grenzen. Und bevor wir den Roboter starten, gucken wir einmal die Fläche ab und schauen, dass irgendwelche Hindernisse wie Maulwurfshügel oder eben mal ein Stein oder ein Stück Holz oder sowas, dass wir die vorher entfernen. Und wie lautet nun unser Fazit? Ganz klar, der Yuka steht dem Luba trotz geringerem Preis in fast nichts nach. Wir haben schon gemerkt, dass es dem Luba einfach gar nicht juckt, ob da jetzt irgendwie eine Vertiefung im Boden ist oder eine sonstige Unebenheit. Der bügelt da einfach drüber mit seinen vier Rädern. Die Geländefähigkeit des Yuka ist da natürlich schon ein bisschen begrenzter. Aber nicht jeder, der einen Garten hat, braucht einen geländetauglichen Mähroboter. Also für all diejenigen, die einen normalen, ebenen Garten haben, ohne massive Steigung, für die ist der Yuka mit Sicherheit perfekt. Wenn der eigene Garten uneben ist und mit viel Steigung, dann würden wir eher den Luba empfehlen. Die Kehrvorrichtung hat, wie wir im Test gezeigt haben, sehr viel von dem Laub etc. eingesammelt. Bei einem großen Garten würde der Roboter aber sehr häufig eine Entladeposition anfahren müssen. Deswegen würden wir die Kehrvorrichtung eher für etwas kleinere Flächen empfehlen. Aber da kann diese Vorrichtung dann auch wirklich sehr gute Ergebnisse erzielen. Wir werden im normalen Sommerbetrieb, so wie jetzt gerade, die Kehrvorrichtung weglassen und werden die Kehrvorrichtung eben nur im Herbst einsetzen. Da fahren wir mit unserem relativ großen Grundstück, glaube ich, mit am besten. Wir hoffen, euch hat unser Test gefallen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare und macht euch keine Sorge wegen den Igeln. Ihr habt gesehen, wie gut die Hinderniserkennung ist und außerdem ist dieser Roboter ja deutlich effizienter, weil er eben nicht in diesem Chaos-Prinzip fährt. Deswegen muss er auch nicht nachts fahren und nur da entsteht überhaupt das dieses Problem. Also, es wird kein Igel überfahren. Wenn ihr jetzt Interesse habt, klickt gerne auf den Link in unserer Videobeschreibung. Damit sind wir raus und tschüss.